Und damit recht herzlich willkommen bei Nano. Die Bundesregierung musste der EU-Kommission jetzt mitteilen, dass Deutschland seine Ziele beim Energiesparen in den nächsten 6 Jahren weit verfehlen werde. Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich verpflichtet, bis 2020 jährlich bescheidene 1,5% Energie einzusparen. Aber nix ist, nicht einmal das wird geschafft. Beim Energiesparen lahmen wir ganz enorm. In Privathaushalten wird diese zweite Säule der Energiewende zwar gefördert, in der Industrie allerdings vernachlässigt. Das belegt auch der heute veröffentlichte erste deutsche Energieeffizienzindex. Wir haben mal nach den Gründen gesucht. Das Werk Gingen in Baden-Württemberg. 1,5 Millionen Kühlschränke fertigt die Firma Bosch und Siemens Hausgeräte hier im Jahr. Vor allem Modelle mit hohen Effizienzklassen. Dass die Produktion selbst auch energieeffizient abläuft, darum kümmert sich Gunter Grittner. Er kontrolliert den Strom- und Druckluftverbrauch bei der Fertigung genau. Mit den gewonnenen Daten optimiert er die Prozesse. Ein aufwendiges, ein teures Verfahren. Es amortisiert sich nicht ganz so schnell wie vielleicht andere Maßnahmen, aber es amortisiert sich. Und wir haben als Firma die Entscheidung getroffen, dass wir den Amortisierungshorizont etwas größer machen für die Energiesparmaßnahmen, weil wir wissen, dass das die richtigen Maßnahmen sind. Und wir wollen dem auch den entsprechenden Raum geben. In der Fabrik sollen bis 2015 25% des Energieverbrauchs eingespart werden. Ein ambitioniertes Ziel und die Ausnahme in deutschen Industriebetrieben. Das zeigt eine Umfrage der Universität Stuttgart. Demnach wollen die meisten Unternehmen ihren Energieverbrauch nur um 0 bis 5% im nächsten Jahr reduzieren. Nur 4% der Firmen wollen ihren Energieverbrauch um mehr als 10% senken. Die Gründe dafür sehen die Wissenschaftler der Universität Stuttgart vor allem in den hohen Kosten. Unternehmen sind gezwungen, ihr Geld zusammenzuhalten und möchten natürlich möglichst schnell Rückflüsse aus ihren Investitionen haben, um wiederum flexibel zu sein, um auf Veränderungen schnell reagieren zu können. Und wenn sie ihr Geld eben sehr lange anlegen, beispielsweise in Energieeffizienzmaßnahmen, dann ist das Geld eben blockiert und sie haben keine Chance, das in irgendeiner Art und Weise umzuwidmen. Die Bereitschaft, in Energieeffizienz zu investieren, nehme sogar ab, so die Forscher. Es stockt demnach beim Einsparen, der zweiten Säule der Energiewende neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn es Abschreibungsmöglichkeiten geben würde, Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Energieeffizienzmaßnahmen. Also eine staatliche Belohnung fürs Energiesparen. Etwa für Firmen wie Schmalz aus dem Schwarzwald. Das Unternehmen ist führend in der Vakuumtechnik. Die hohen Kosten der Investitionen in die Energieeffizienz schrecken die Brüder Schmalz nicht. Ein mittelständisches Unternehmen, ein Familienunternehmen wie Schmalz es ist, investiert eher langfristig, denkt in langfristigen Perioden und da akzeptieren wir dieses. Solche Entscheidungen werden in einem börsennotierten Unternehmen eher nicht getroffen, denn die Quartalsbilanz leidet darunter. Langfristig sind wir der festen Überzeugung, mein Bruder und ich, dass es der richtige Weg ist. Die Roboter im Materiallager speichern die Energie, die beim Bremsen entsteht. Sie wird wieder genutzt zum Anheben der Kisten. Die Wärme der Abluft aus der Fabrikhalle wird an die Frischluft abgegeben. Nirgends geht unnötig Energie verloren. Im Gegenteil, über das Blockheizkraftwerk und die Photovoltaikanlage produziert die Firma sogar mehr Energie, als sie verbraucht. Ein echtes Vorbild in Zeiten der Energiewende. Das Thema Energieeffizienz beschäftigt einen ja auch bei jedem Neukauf. A++++ will es beim Kühlschrank zum Beispiel schon sein. Wenn dafür allerdings ein funktionierendes Gerät weggeworfen wird, dann wird insgesamt überhaupt keine Energie gespart. Denn um das Neue zu produzieren, braucht man ja auch jede Menge Energie. Aber was, wenn ein Gerät futsch ist? Nun, dann geht man zum Beispiel ins Repair-Kauf.